In diesem Video geht es um die Bremsbeläge von Shimano L03A Resin, weil die sind bei alle Händler, egal wo man nachschaut, sind sie ausverkauft. Wenn man da reingeht, was ist denn? Bike Discount, dann die alle die große, die man so normalerweise kennt, findet man immer, dass sie alle überall ausverkauft sind. So, und jetzt ist es so. Man kann, die Frage war, ja, was kann man machen? Man kann jetzt ja nicht mehrere Monate mit Fahrrad fahren. Die Bremsbeläge sehen so aus, so sieht sie aus. Und man kann einfach kompatible einbauen. Und zwar kann man die L04C einbauen. Die haben auch oben dieses Loch eingebaut und die sind dann gesintert. Also ähnliches Verfahren. Und die gucken wir uns mal gerade an. Das ist also die L03A, so sieht die optisch aus. Und wenn man sich das mal anschaut, das sind die L04C, so heißen die. Die haben hier vorne so ein Metallteil, sind dann optisch gleich, nur dass sie anderes Herstellverfahren sind und dann kann man eigentlich die Bremse weiterhin verwenden. Ansonsten, falls man das nicht macht, geht die Bremse kaputt. Also ich habe das bei mir an meinem Fahrrad momentan. Man sieht an dem hinteren Teil, dass die Bremse eigentlich, wenn man nichts macht, geht der Belag durch. Also ja, ich habe es jetzt hier nicht, kann es nicht direkt zeigen. Mal gucken. Machen wir mal eine Abschnitt. Da haben wir es im Abschnitt. Man muss die Bremse, wenn man da weiterfährt, dann liegen diese Metallclips auf der Bremsscheibe selber auf und dadurch geht die Bremse kaputt, würde sie kaputt gehen. Deswegen ist es zum Empfehlen, einfach so lange andere Scheibe zum Kaufen, andere Bremsbeläge zum Kaufen für das Jahr, weil wie gesagt, bei dem meisten, wenn man so sich das anschaut, Bike 24, wenn man da jetzt auf die C-Version, auf die A-Version geht, L03A, dann sieht man, dass die fast alle immer auf, das sind die angeblichen, da muss man jetzt aufpassen. Bike 24 ist mir vorher schon aufgefallen, die Ausnahme, die sage, das sind 10 bis 11 Tage, da kann man davon ausgehen, dass es gar nicht stimmt. Bei den anderen Bike Components zum Beispiel ist es eher so, die sagen nicht lieferbar. Und dann geht es weiter, bei den anderen Herstellern sieht man dann, dass die Lieferzeit in der Regel 5 Wochen ist, also so knapp 5 Wochen, und das reicht halt bei den meisten Fahrrädern immer, dass man da einfach fahren kann. Vor allem, wenn man Fahrräder hat, die wenn es E-Bikes sind, die hohe quasi Schubmasse haben, dann muss man eigentlich zwingend andere Bremsbeläge einlegen und dann nimmt man die kompatiblen L04C.